Der Geburtstagstrubel ist nun erstmals überstanden. Und was soll ich sagen? Meine Kinder sind Engel. Daisy ist so fleißig in der Schule, ich frage mich wirklich, woher sie das hat. Und Ivys Begeisterung für den Hof macht mich unfassbar glücklich. Und dann wäre da natürlich noch Violet. Woher sie ihre offene Art und ihre Kreativität hat, frag ich mich nicht. Da kommt sie ganz nach Gabrielle. Aber da stellt sich mir natürlich die Frage, wird das kleine Wesen in meinem Bauch wohl auch nach seinem Vater kommen? Ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Ich habe in den letzten Tagen Seiten von Raoul kennengelernt, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Im Moment bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt möchte, dass er unser gemeinsames Kind kennenlernt. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 11. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja den Geburtstag der Drillinge gefeiert, also sie sind jetzt endlich zu Kindern herangewachsen. Und dann haben wir noch festgestellt, was tatsächlich gar nicht so schön war, dass alle Kinder für Gabrielle ein ungewolltes Kind sind. Also ich muss sagen, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ich meine, ich wusste, dass er am Anfang sich natürlich nicht drüber gefreut hat, weil er ja noch ein Teenager war. Aber ich war ehrlich gesagt der Meinung, dass er sich mittlerweile damit abgefunden hat, aber anscheinend doch nicht. Und dann hat Emma auch noch versucht, mit Raoul über alles zu reden, aber auch das ging nach hinten los. Also im Endeffekt haben sie sich wieder nur gestritten. Aber auf was ich mich in diesem Part schon besonders freue, es wird wieder Zeit, dass Emma zum Ultraschall geht. Bevor wir in den Part starten, eine Sache noch. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, ich bin auf YouTube jetzt kurz vor meinen 1000 Abonnenten und wenn ich das geknackt habe, dann möchte ich das gerne mit euch auf Twitch feiern. Und zwar sieht das Ganze dann so aus, dass ich gerne einen 10-Stunden-Stream veranstalten möchte. Und dort gibt es dann Gewinnspiele, es wird gemütliche Spiele geben, es wird gruselige Spiele geben. Und wenn alles nach Plan läuft, wird es auch Community-Spiele geben. Also Spiele, wo auch ihr dann wirklich mit mir gemeinsam spielen könnt. Weitere Infos findest du hier auf YouTube im Community-Tab, auf Discord oder auch auf meinem Instagram. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr. Aber dann starten wir am besten gleich in den Part hinein. Okay, so wollte ich den Part eigentlich nicht starten. Wir haben gerade Montag, es ist noch nicht mal 6 Uhr früh und Emma war eigentlich gerade dabei zu arbeiten. Also ich habe sie jede Menge Sachen einmachen lassen und auf einmal hatte sie gerade Geburtstag. Was ich sehr, sehr seltsam finde, weil sie schwanger ist und eigentlich haben schwangere Sims nicht Geburtstag. Aber auf jeden Fall ist Emma jetzt eine junge Erwachsene. Ja, also das finde ich jetzt gar nicht so toll, aber daran können wir jetzt nichts ändern. Ich denke, wir werden diesen Geburtstag einfach ignorieren. Und dann, wenn sie das Kind bekommen hat, dann können wir den Geburtstag ja noch immer im Nachhinein feiern. Aber ich werde sie jetzt nicht zurückaltern oder so, weil das finde ich ein bisschen unrealistisch. Und außerdem muss ich sagen, irgendwie ergibt es schon Sinn, dass ihr Geburtstag auch ein wenig untergeht. Sie hat immerhin jetzt 3 Kinder und das nächste Kind ist unterwegs. Also wir wissen ja noch nicht, ob es ein Kind oder mehrere Kinder sind. Aber auf jeden Fall finde ich es da verständlich, wenn ihr Geburtstag ein wenig untergeht. Aber gut, unsere Emma ist jetzt erwachsen und das bedeutet, ich muss noch ein Merkmal auswählen. Was haben wir? Wir haben gesellig, romantisch, kreativ und Intelligenzbestie. Was könnten wir noch nehmen? Was würde denn gut zu ihr passen? Am besten wäre vermutlich so etwas wie Herstellerin oder ordentlich, also irgendetwas, was uns hier jetzt eben weiterhilft. Mag keine Kinder nehmen wir auf keinen Fall, das wäre ein wenig ungünstig, aber wir nehmen einfach familienbewusst. Diese Sims sind zufrieden in Gegenwart von Familienmitgliedern, werden traurig, wenn sie eine gewisse Zeit nicht mit der Familie interagieren und können mit ihrer Familie prahlen. Das passt doch perfekt zu jemandem, der sehr viele Kinder bekommen wird. Sehr gut. Wie gesagt, das war jetzt überhaupt nicht so geplant, aber das ist jetzt eben so passiert und deshalb nehmen wir es jetzt einfach so hin, hätte ich gesagt, weil sie wäre ohnehin direkt nach der Schwangerschaft gealtert und deshalb ist das ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie schon jede Menge Schokoladensirup und Mayonnaise hergestellt und sie wird da jetzt gleich mal weitermachen, weil wir müssen jede Menge Geld verdienen. Immerhin, ja, bekommt sie ja bald noch ein Kind. Sie ist nämlich tatsächlich schon in 14 Stunden im dritten Trimester. Oh, was haben wir hier? Familiensehnsucht? Ja, wir sind doch eh alle da. Und vergessener Geburtstag. Ja, ich finde, das passt tatsächlich
zu einer jungen Mutter, die sich eben nur um ihre Kinder kümmert. Und nein, wir haben keine Zeit für die Uni. Ja gut, also der Plan ist eben, dass sobald die Kids in die Schule gehen, werden wir zum Markt schauen und eben Geld verdienen, weil wir brauchen dringend, dringend Geld. Am liebsten hätte ich nämlich, dass die drei nach oben ziehen, also dass wir jetzt das obere Gebäude dann bald mal ausbauen. Aber dafür brauchen wir definitiv Geld und das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch arbeiten. Zum Glück haben wir jetzt ja Ivy, die jetzt eben zum Kind herangewachsen ist. Und sie hat sich heute in der Nacht auch schon um unser Huhn gekümmert. Also das wird zumindest ein wenig leichter. Und so bald wie möglich muss ich auch endlich die Staffelei kaufen. Falls ihr euch erinnert, es war ja auch Teil der Challenge, dass Emma jedes ihrer Kinder zeichnet. Und ja, bis jetzt ist das noch nicht passiert, weil wir eben noch keine Staffelei haben. Hier können wir auch noch etwas ernten. Sehr, sehr gut. Dann wird sie dann gleich mal alles ernten. Und die Kinder sollten vermutlich schon bald mal aufstehen. Wobei, grundsätzlich geht es ihnen eh gut. Ja, das können wir dann eigentlich so lassen. Dann können sie einfach direkt danach in die Schule gehen. Wie sieht es denn mit den Hausaufgaben aus? Ja, es hat tatsächlich nur Daisy ihre Aufgaben fertig gemacht. Aber so hatte ich mir das ja auch gedacht. Also, dass Daisy die Einzige ist, die sich in der Schule wirklich, wirklich anstrengt. Und die anderen machen eben nur das Nötigste. Und Hausaufgaben gehören da eben nicht immer dazu. Und jetzt ruft uns schon wieder Raoul an. Hey Süße, ich habe eine Verabredung für dich bei mir zu Hause geplant. Du solltest vorbeikommen. Also ich muss sagen, ich bin von Raoul so genervt. Ich finde es so schräg, weil am Anfang war ich so begeistert von ihm. Ich habe ihn so lieb gefunden, so zuvorkommend, er war so nett. Und jetzt ist er einfach nur anstrengend. Also Emma hat sich gestern erst mit ihm gestritten, weil er noch immer unausstehlich war, dass er ein Kind bekommt. Und jetzt hat er eine Verabredung für dich bei mir zu Hause geplant. Nope, das ignorieren wir ganz, ganz sicher. Aber gut, Emma kümmert sich jetzt gerade hier um den Garten. Die Kids sollten dann auch schon mal aufstehen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Sie fühlen sich alle verspielt. Das ist sehr, sehr cool. Kinderparadies. Ah, weil das Grundstücksmerkmal ist. Nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Oh, das fragt die kleine Ivy Emma. Arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. Konzentriere dich auf andere Themen. Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. Aber Ivy hat ihre Stärken und Interessen eben woanders. Und deshalb sage ich ihr einfach, konzentriere dich auf andere Themen. Gut, ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu ihr. Gut zu wissen, dass mein Go-To-School-Mod noch funktioniert. Ich werde jetzt aber alle alleine losschicken. Aber ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir sie in den Schultag begleiten. Also das werden wir jetzt noch nicht sehr bald machen. Aber wenn wir es machen, freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Okay, jetzt kommt noch die Benachrichtigung, dass Sommerferien sind. Ich schätze, wir schicken sie alle in die Sommerschule. Das kommt vom Education-Overhaul-Mod. Den kenne ich noch nicht wirklich. Also bin ich sehr gespannt, was der alles für Funktionen hat. Aber Emma, du musst weitermachen. Dann machen wir die Pilze ein. Ich glaube nämlich, die würzigen Pilze sind auch sehr, sehr viel wert. Es ist schön, den Überblick zu behalten. Ich fühle mich so organisiert, sagt Daisy. Wer sonst? Unfertige Hausarbeit. Als Daisy zum Unterricht geht, fällt ihr plötzlich ein, dass ihre Hausarbeit heute fällig ist. Sie starrt auf die Arbeiten ihrer Mitschüler, die sich bereits auf dem Lehrerpult stapeln. Sie müsste nur ein paar Minuten allein mit den Arbeiten sein. Soll sie versuchen, die Arbeit eines Mitschülers abzuschreiben oder doch die Wahrheit gestehen? Also das passt absolut nicht zu unserer Daisy. Es hat ihr garantiert niemand von der Hausarbeit etwas gesagt. Aber ich würde sagen, dass sie abschreibt, einfach weil sie so leistungsorientiert ist und auf jeden Fall gute Noten haben möchte. Der Lehrer ist beschäftigt damit, etwas an die Tafel zu schreiben. Daisy steckt das oberste Blatt unter ihren Pulli und meldet sich ab, um zur Toilette zu gehen. Leider wird Daisy von dem Verfasser der Hausarbeit verfolgt, der die Sache auf sich beruhen lassen will, wenn Daisy ihm ihr Mittagessen gibt. Leistungsverbesserung klein. Naja, immerhin. Und genau das war, denke ich, Daisys Plan. Und Ivy wird jetzt in der Schule angerufen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Gabriel, du warst bei der Geburtstagsfeier. Jetzt wird Emma angerufen. Was ist Liebe? Ich habe heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Daisy an eine Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert sein. Daisy, was ist das für ein erster Schultag? Hui, mein Kind steckt wirklich in der Klemme. Das ist unangebracht. Wir werden uns unterhalten. Ich würde sagen, das ist unangebracht. Wir werden uns unterhalten. Oh, oh, wir haben gerade Rechnungen bekommen. 1215. Das können wir uns nur sehr, sehr schwer leisten.
Emma, du musst leider noch viel weiter Sachen einmachen. Wir brauchen dringend Geld. Gut, also unsere Emma war in der Zwischenzeit schon sehr, sehr fleißig. Wir haben 6-mal Mayonnaise, 27-mal Schokoladensirup, 6-mal eingemachte Pilze und dann noch Schokobären und würzige Pilze. Das heißt, ich hätte gesagt, wir schauen am besten gleich mal zum Markt und dann werden wir hoffentlich einiges an Geld verdienen, denn wir werden auch noch einiges an Geld brauchen. Aber gut, wie immer reisen wir gleich zum Hanford Restaurant. Und hier sind wir. Da stehen schon wieder jede Menge Menschen. Ich habe keine Ahnung, warum die immer hier spawnen. Warum können sie nicht einfach ins Restaurant gehen? Aber gut, wir werden wieder mal mit Kim handeln. Vielleicht wird es diesmal ja endlich funktionieren. Das wäre wirklich, wirklich toll. Oh, sie fühlt sich traurig. Warum? Rot gelaufen von vergessener Idee. Okay. Oh, dann noch der vergessene Geburtstag. Scannen des Bereichs, weil sie introvertiert ist. Okay. Dann hat sie noch Rückenschmerzen. Dann sieht sie noch irgendjemanden, den sie hässlich findet. Dann gibt es hier anscheinend eine dreckige Oberfläche. Und sie hat Heißhunger auf gesundes Essen. Wow, also Emma sein muss wirklich schwer sein. Oh, wir haben Rabatt bekommen. Sehr, sehr gut. Tatsächlich hat es zum ersten Mal funktioniert. Und jetzt bekommen wir auch 10% Gewinn. Das können wir wirklich, wirklich brauchen. Vor allem, weil wir offene Rechnungen haben. Gut, 6-mal die eingemachten Pilze. Dann haben wir noch Mayonnaise. Die Schokobären lasse ich jetzt mal. Aber wir haben so viel Schokoladensirup. Wir bekommen so viel Geld. Wir sind reich. Aber gut, ich glaube, das sind noch nicht mal die Rechnungen. Aber ich glaube, ich werde die Schokobären und den würzigen Pilz trotzdem noch aufbehalten und werde das dann lieber einmachen, weil es einfach so viel mehr Geld bringt. Aber gut, dann sind wir jetzt um über 1000 Simoleons reicher. Das ist sehr, sehr schön. Und dann werden wir hier jetzt gar nichts anderes machen, sondern einfach schnell zurück. Wir haben immerhin einen strikten Zeitplan. Also Emma wird jetzt vielleicht noch ein paar Sachen einmachen. Und dann werden wir auch schon zum Ultraschall gehen. Ich weiß übrigens gar nicht, mit wem sie jetzt zum Ultraschall gehen sollte. Also Raoul will ich auf keinen Fall mitnehmen. Gabriel war letztens irgendwie auch, naja, nicht sonderlich nett. Vor allem nicht zu den Kindern. Weil er sie ja irgendwie spüren lassen hat, dass sie ungewollte Kinder sind. Und das ist absolut nicht okay. Oh, das können wir noch verkaufen. Haru, alles Gute zum Geburtstag, Emma. Darf ich dir einen Kuchen backen? Oh, wie süß ist das? Ja, okay. Ich hoffe, dann kommt er vorbei. Oh, ja, er kommt tatsächlich vorbei. Also keine Ahnung, ob er jetzt wirklich einen Kuchen backt. Aber er ist zumindest da. Gut, und dann kann Emma sich jetzt noch ein bisschen hier um den Haushalt kümmern. Also zumindest Dinge einmachen. Einfach, damit wir Geld sparen können. Und dann werden wir bald auch schon mal zum Ultraschall schauen. Oh, ich hätte ihn nicht einladen sollen. Jetzt sieht er ja eindeutig, dass sie schwanger ist. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Sie ist schon so schwanger. Ist sie jetzt schon im dritten Trimester? Oh, in 6 Stunden ist sie schon im dritten Trimester. Gut. Ja, laden wir ihn jetzt trotzdem mal ein, mit uns zu kochen. Vielleicht geht das dann schneller. Ihm wird es sicher auffallen, aber ich schätze ihn ehrlich gesagt so ein, dass er sie nicht drauf anspricht. Also ich meine, sie kann jetzt auf keinen Fall so tun, als hätte sie einfach zugenommen, weil ich glaube, das sieht man schon sehr, sehr stark. Ja, aber vielleicht sieht er einfach nicht gut oder merkt es aus sonst irgendeinem Grund nicht, weil ich glaube, sie ist noch nicht bereit, mit ihm über das alles zu sprechen, aber dann soll er ihr jetzt hier einfach helfen und ich glaube vielleicht, tatsächlich überrascht sie ihre Eltern dann einfach mit dem Kind, also wenn es da ist. Liebesbriefe, was ist mit Daisy heute los? Daisy schnappt sich ihr Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur "Du bist süß" steht. Sie glaubt, dass er von dem neuen Jungen stammt, der immer so starrt. Fragt sie ihn oder wartet sie einfach ab? Ich würde sagen, sie wartet ab, weil sie ist ja eher schüchtern und ich glaube nicht, dass das passt. Und die nächste Benachrichtigung, Geburtstagseinladung. Alle reden über eine Geburtstagsparty, zu der Violet nicht eingeladen ist. Bisher hatte sie eigentlich gedacht, der Gastgeber wäre ihr Freund. Warum hat sie also keine Einladung bekommen? Soll sie ihren Freund fragen oder nicht? Ja, also Violet fragt auf jeden Fall. Daisy entscheidet abzuwarten, ob sich jemand bei ihr meldet. Beim Mittagessen lachen ein paar Freunde über sie und einer ruft "Hey Süße". Oh, es war tatsächlich nur ein Witz. Das ist wirklich nicht nett. Und was war bei Violet? Huch, es stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um eine Party für den Freund von Violet handelt,
sondern um eine Fernsehsendung. Violet kommt sich ein wenig dumm vor, ist aber doch froh, gefragt zu haben. Ja, okay, ich glaube nicht, dass Violet das kümmert. Sie ist so selbstbewusst, das sollte kein Problem sein. Gut, ja, aber Haru hilft uns ehrlich gesagt nicht wirklich. Er hilft uns nicht beim Kochen, er redet nicht mit ihr. Er spielt eigentlich nur mit seinem Handy herum. Soll Daisy die Klassenkameradin Stella zu sich einladen? Ja, warum eigentlich nicht? Die Kids sind alle sehr, sehr müde und haben sehr, sehr viel Hunger. Verlorenes Spielzeug. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen, aber ich finde es nicht. Ich vermisse es und bin traurig. Oh, ich glaube, sie sagt ihr, sie soll weitersuchen. Gut, und es geht allen tatsächlich nicht mehr so gut. Also Emma muss jetzt schnell auf die Toilette und dann kann sie Mittagessen machen. Die anderen machen gerade ein Mittagsschläfchen. Miso-Ramen. Cool. Ach so, das ist nur eine kleine Portion. Wir brauchen schon etwas, wo mehr davon essen können. Keine Ahnung, was da mit meinem Spiel abgeht übrigens. Wir haben fast nichts mehr. Das ist tatsächlich nicht gut. Ah, okay. Gemüseteigtaschen können wir machen. Da machen wir dann einfach mal eine Partygröße. Es sind gerade so viele Leute da. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, und nachdem wir dann gegessen haben, hätte ich gesagt, sie geht zum Ultraschall. In der Zwischenzeit kann Haru sich dann um die Kinder kümmern. Also keine Ahnung, was sie ihm erzählt. Vermutlich einfach, ja, es ist halt ein Arzttermin. Was ist mit Daisy los? Gabriel möchte vorbeikommen und abhängen. Nein, Gabriel, du warst erst gestern da. Es reicht. Also wie ihr merkt, ich bin ein wenig wütend auf Gabriel. Ich fand das im letzten Part echt nicht cool. Perfekt, dann können eigentlich alle essen. Stellen wir das mal hier in die Mitte. Oh, wir haben auch nicht genügend Stühle. Ja, okay. Nein, das ist jetzt egal. Dafür können wir kein Geld ausgeben. Dann rufen wir einfach mal alle zum Essen. Wie hoch sind nochmal die Rechnungen? 1217. Okay, wir können nicht mal die Rechnungen bezahlen. Dann müssen wir das wohl morgen erledigen. Hast du das gehört? Das muss mein Telefon sein. Das klingelt. Es muss wichtig sein, also werde ich mal rübergehen und abheben. Wow, okay. Haru geht anscheinend doch nach Hause. Nachdem er stundenlang nur auf sein Handy gestarrt hat, ist das eigentlich eh egal. Was ist mit den Kindern los? Warum laufen sie so herum? Ah, sie sind noch immer verängstigt, weil sie über das Feuer nachdenken. Das kommt übrigens auch vom Slice of Life Mod. Also da gibt es jetzt ein Erinnerungssystem. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Aber gut, ich glaube, Emma wird jetzt zum Ultraschall gehen. Wo haben wir das denn? Gynäkologen besuchen. Okay, und wen nehmen wir jetzt mit? Ah, okay, man kann gar nicht jeden auswählen. Also sie kann nur die Leute auswählen, mit denen sie eine romantische Leiste hat. Oder eben Familienmitglieder. Ich hätte sonst nämlich überlegt, ob wir Lenny mitnehmen, weil der war die letzten Parts eigentlich sehr, sehr nett zu uns. Und das hätte ich eigentlich sehr cool gefunden. Aber das geht nicht. Dann hätte ich am ersten gesagt, dass wir Scarlett mitnehmen. Und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen Überraschung. Ich bin schon wieder schwanger. Ja, gut. Sie nimmt ihre Mutter mit. Das wird schon gut gehen. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich ein wenig um die Kinder. Und dann geht es allen wirklich nicht gut. Daisy, du gehst dann ein Gericht nehmen. Und dann machst du ein Nickerchen. Dann machst du deine Hausaufgaben. Und dann gehst du nochmal wirklich baden und schlafen. Wie sieht es mit Ivy aus? Ivy könnte sich eigentlich nochmal um unser liebes Huhn kümmern. Unser Huhn ist tot? Wow. Wisst ihr, was nämlich das Problem ist? Ihr habt mir gesagt, ich soll mich mit den Füchsen anfreunden oder ich soll sie verjagen oder einen Fuchsalarm installieren. Naja, ich merke ja nicht mal, wann der Fuchs kommt. Also ich habe keine Ahnung, wann das Huhn gestorben ist, keine Ahnung, wann das passiert ist. Aber gut, dann sammle ich hier mal die Eier ein. Wir müssen uns im nächsten Part dringend ein weiteres Huhn kaufen. Stella macht Unordnung in unserem Haus. Großartig. Dann kann Ivy eigentlich auch schlafen gehen. Violet, wie sieht es mit dir aus? Du hast eigentlich geschlafen. Du könntest sonst dich mal bei Stella vorstellen. Also ich weiß nicht, ob die sich schon kennen. Und sonst könnten die ja irgendwie gemeinsam spielen oder irgendetwas machen. Weil Violet ist ja die Soziale von ihnen. Und deshalb glaube ich, dass das ganz gut passt, wenn sie sich dann auch mit dem älteren Kind anfreundet. Oh, wir können sogar über das Feuer sprechen. Wer wird denn schon wieder angerufen? Oh, das habe ich wohl verpasst. Dann werden wir ein Fantasy-Abenteuer spielen. Das klingt sehr, sehr lustig. Ihr ein Kompliment machen und ihr den Tag verschönern. Ich glaube, irgendjemand von euch hat Stella erstellt. Also, wenn ich mich richtig erinnere.
Und ich finde es cool, dass sie jetzt immer vorbeikommt. Also sie wird halt die ganze Zeit vorbeikommen. Das finde ich sehr, sehr cool, dass sie sich so irgendwie selbst ins Let's Play einbaut. Violet möchte irgendwie in Emmas Bett schlafen, aber das ist doch nicht dein Bett. Nein, du wirst jetzt letzten Geburtstag nachfeiern und dann wirst du über Erwachsene lustig machen. Emma ist zurück vom Gynäkologen. Aber Moment, was ist mit Daisy? Sie hatte einen Albtraum. Es ist spät, ich sollte schlafen, vom Richter sein. Daisy hält sich gerne an eine Routine. Es ist kein Wochenende, also sollte Daisy gerade nicht wach sein. Es ist 7. Ich glaube, man muss nicht um 7 schlafen gehen. Aber ja, du kannst eh bald wieder schlafen. Gut, Emma ist wieder da. Und dann können wir uns jetzt gleich den Ultraschall ansehen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ist das ein Selfie von ihr allein? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ach, genau, das war mit dieser Schnecke. Ich weiß schon wieder. Gut. Wo geben wir den zweiten Ultraschall hin? Vielleicht hier an die Wand? Okay. Dann geben wir es ganz schnell an die Wand. Wir haben 2 Kinder. Es sind schon wieder Zwillinge. Oder sind es 3? Nein, es sind 2, oder? Ultraschall-Untersuchungsergebnis. Mit Zwillingen schwanger. Es werden höchstwahrscheinlich ein Junge und ein Mädchen. Wir bekommen einfach schon wieder mehr als ein Kind. Also ich weiß absolut nicht, wie sich das ausgehen soll. Aber ich freue mich sehr. Diesmal haben wir auch einen Jungen und noch ein kleines Mädchen. Also ich habe keine Ahnung, wie sich das finanziell ausgehen soll. Aber ich freue mich natürlich sehr. Diesmal haben wir nicht nur ein Mädchen, sondern auch einen kleinen Jungen dabei. Also ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Bitte schreibt mir jede Menge Namensvorschläge in die Kommentare. Nicht vergessen, das Thema ist Pflanzen, also alles, was mit Gräsern, Bäumen, Blumen oder was auch immer zu tun hat. Ja, ich freue mich schon sehr auf eure Namensvorschläge. Und bevor ich den Part jetzt beende, schaue ich noch schnell, wann die Drillinge eigentlich zu Teenagern werden. In 6 Tagen. Okay, das ist tatsächlich nicht so lange. Das heißt, das wären dann ca. 6 Videos. Und wenn ich es beibehalte mit 2 Videos die Woche, hätten wir das in 3 Wochen. Moment. In 3 Wochen, das würde sehr, sehr gut passen. Da ist dann nämlich auch das Highschool-Pack draußen. Und dann können wir mit ihnen das Highschool-Gameplay spielen. Und dann werde ich die Alterung vermutlich auch wieder auf normal stellen. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Im nächsten Part werden dann die Zwillinge vermutlich geboren. Also bitte schreibt mir jede Menge Namensvorschläge hier in die Kommentare. Und wie immer freue ich mich aber natürlich auch über jedes Like und über jedes Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!